Hallo, in diesem Video möchte ich einen Teilbereich der Profilverlegung zeigen. Und zwar geht es mir hier um den Bereich der Dachneigung. In diesem kleinen Beispiel möchte ich einfach zeigen, wie man hier eine Dachneigung gleich direkt verlegen kann. Dazu erzeuge ich mir eine Skizze und lege die hier auf diese Ebene drauf. Ich kann natürlich diese Skizze auch gleich direkt hier auf diesen Punkt schieben und muss zu Beginn das Rechteck, welches verlegt werden soll, angeben. In diesem Fall habe ich das jetzt falsch gemacht. Das heißt, ich kann hier natürlich mittels dem Tracken diesen Punkt anklicken und hier direkt auf diesen Punkt belegen. Weiters ist hier natürlich wichtig, dass ich hier die Mitte als Linie angebe. In diesem Fall gebe ich hier diesen Punkt an und zeichne eine Linie einfach hier darüber hinaus. Im 3D sieht man dies natürlich besser. Ich kann natürlich hier diese Linie auch noch verlängern, weil ich hier diesen falschen Punkt erwischt habe. Die sieht natürlich jetzt im 3D etwas anders aus, weil einfach die Skizze etwas eine andere Höhe hat. Dazu ist es jetzt nötig, hier dieser Linie die Eigenschaft der Dachneigungskante zu definieren. Das heißt, ich klicke einfach hier diese Linie an, bestätige mit der mittleren Maustaste und man sieht es hier schon an der Vorschau, die Linienart wurde hier gleich geändert. Ich möchte hier einfach direkt gleich den Höhenunterschied abfragen. Das heißt, ich wähle hier die Information zweier Punkte und sage hier in diesem Fall dieser Punkt auf diesem Punkt und sehe hier den Höhenunterschied von 548. So, jetzt definiere ich hier die Profilverlegung und starte die Funktion. Ich habe hier bei der Dachneigung die Möglichkeit gleich zu definieren, die Höhendifferenz, das heißt, ich kann hier entweder über einen Wert angeben oder über eine Neigung in Prozent oder einen Winkel. In diesem Fall habe ich hier die Höhe herausgemessen und man sieht es hier sofort auch in der Vorschau, dass sich hier dieser Bereich nach oben gezogen hat. Natürlich muss ich hier gleich bei der zweiten Seite, in diesem Fall minus 548, den Wert eingeben. Und man sieht hier in der Vorschau, dass sich hier dieser Raster an die Höhe angepasst hat. Jetzt kann ich natürlich wie gewohnt meine Flächenprofile auswählen. Ich werde dies hier sehr schnell machen, um das in weiterer Hinsicht genauer in weiteren Videos zu zeigen. Das heißt, ich bestätige hier einfach nur mittels OK, ohne auf die Parameter einzugehen, und HiCut erzeugt mir hier in diesem Fall meine Dachverlegung, welche sofort an der richtigen Stelle mit der richtigen Neigung definiert worden sind.